Hallo. Hallo. So, wir sind jetzt angekommen. Wir sind in Osaka. Ich habe gestern nicht mehr gefilmt, also nicht mehr gesprochen, gefilmt, was wir gemacht haben. Deshalb habe ich das auf meinem iPad zusammengefasst. Also wir sind angekommen in Osaka, waren super erleichtert, dass wir den Flug hinter uns hatten. Dann sind wir erstmal hängen geblieben, nämlich bei diesen Integrationsdings. Meinetwegen. Genau. Wir mussten dann nämlich eine Telefonnummer in dem Formular angeben und die Adresse vom Airbnb. Und die Adresse hatten wir, aber die Telefonnummer nicht. Und dann wurden wir rausgewunken und haben über viele Wege versucht, Stefan zu erreichen, was erst nicht geklappt hat. Und dann hat er uns die Nummer geschickt und dann konnten wir endlich einreisen. Und nachdem wir Stefan gefunden haben, sind wir erstmal zum Airbnb getrottet. Aber wir durften noch nicht einziehen richtig. Wir durften unser Gepäck da abstellen. Um 15 Uhr durften wir erst einziehen. Unsere Wohnung ist gerade extrem repräsentativ. Tausende Sachen. Alle liegen rum. Lisa schminkt sich. Lisa schminkt sich. Also war wieder super eingeräumt alles. Das ist die Küche. Hier ist die Waschmaschine. Die werden wir heute noch benutzen. Das ist das Bad. Und der Wasserhahn ist verbunden mit der Dusche gleichzeitig. Und die Badewanne ist wesentlich tiefer als in Deutschland. Und das ist das Klo. Und wenn man spült, dann kommt da auch Wasser raus. Haben uns da kurz frisch gemacht und haben das erste Mal die Stadt erkundet. Und was gegessen? Das war kein besonderer Laden, oder? Ich weiß nicht. Ja, der ist halt bekannt für die Gyoza, die Izzy und ich gegessen haben, aber das, was ihr gegessen habt, das war halt so Standard. Ich hatte Nudeln. Ja, danach sind wir zurück. Was wolltest du sagen? Wir haben es geschafft, dass kein Fleisch in deinem Essen war. Ja! Ja, Stefan hat auf Japanisch erklärt, dass ich kein Fleisch möchte. Also habe ich weder Shrimps noch irgendwas bekommen, weil Shrimps wären okay gewesen. Aber jetzt hatte ich halt nur Nudeln mit komischen Chips drin, aber die werdet ihr auch noch sehen. Ja, dann waren wir zurück beim Airbnb und haben eine dringend benötigte Pause gemacht, weil wir super fertig waren. Einige von uns hatten gar nicht geschlafen die letzten 24 Stunden. Ich. Und abends ging es dann zum Okonomiyaki-Essen und das erste Mal Takoyaki, was ein Reinfall war, weil es eklig war. Es geht, es war okay. Es war aber ein eher schlechteres Takoyaki. Und Stefans Geburtstag haben wir so in Teilen gefeiert, aber ich glaube, das wird nochmal richtig wiederholt. Wir machen ja noch genug die nächsten Tage. Ja, vielleicht Karaoke. Mal sehen. Hast du Frühstück gekauft, morgen früh? Einmal irgendwas mit Bohnenpaste, ein Mochi, mit Bohnenkram drin. Irgendwas mit Schokolade, weil ich immer was mit Schokolade brauche. Dann ganz Western-Style Toastbrot und Erdbeermarmelade. Und für den kleinen Snack zwischendurch haben wir noch Fruchtjoghurt und Kekse zum Mitnehmen. Das sind die da. Mal gucken, wie das morgen alles schmecken wird. Wir probieren jetzt den Mochi, das Mochi. Ich weiß immer noch nicht, wie das heißt. Wir sind gespannt. Angst, ich auch. Es ist kalt und schleimig. Ich weiß noch gar nicht, ob es schleimig ist. Nein, ich weiß auch nicht, ob es schleimig ist. Ist es weich? Ja, es ist weich. Ich lasse es bestimmt gleich runter. Du darfst den ersten Bissen nehmen. Okay. Na, Moment. Ich möchte aussehen wie diese Japaner in den Animes, die so Ding beißen. Okay. Okay. Nicht schlecht.
Also so sieht das gerade aus. Also das gefüllt mit Bohnenpaste. Das ist süßlich. Und kälter als ich gedacht hätte. Aber nicht schlecht, oder? Und die Bohnen sind tatsächlich hart. Also sie haben Konsistenz. Aber es ist nicht schlecht. Dazwischen ist die Matsche. Man kann sich einbilden, das wäre Schokolade. Ja. Und ich glaube, wenn man zu viel davon isst, wird einem ziemlich schnell schlecht. Aber ist nicht verkehrt. Ich habe gerade eine riesige Kakerlake in unserem Zimmer. Ich glaube, ich habe sie schon halb getötet. Ja, hoffentlich ist sie. Na, das ist klar. Sie zuckt nicht mehr. Oh, doch. Oh mein Gott. Ja, das ist doch ein schönes Erlebnis. Da fühlt man sich gar nicht richtig wohl im Airbnb. Oh mein Gott. Schön. Stefan, unser Held. Hat sie eingefangen. Ja, dann so viel zum zweiten, ersten Tag. Zum ersten Tag in Osaka zumindest. Heute geht's weiter. Okay. Bis dann.